Schön, aber nicht schön genug. So könnte man in einem Satz zusammenfassen, was junge Europäer sagen, wenn man sie denn zur EU fragt. Und dieses nicht schön genug hat auch was damit zu tun, dass viele junge Europäer sagen, wir haben überhaupt kein Mitspracherecht und so richtig ernst nehmen tut uns auch keiner. Und wir von Euronet Plus, dem europäischen Radionetzwerk, möchten das heute gerne ändern, denn heute ist die Jugend gefragt und sie soll vor allen Dingen Fragen stellen. Bei mir sind Julia Kleinekemper, 28 Jahre alt, Lukas Ellersieg, 18 Jahre alt, Tim Matikowski, 20 Jahre alt und es sind noch zwei andere Youngster dabei. Katharina Barley sitzt für die SPD im Europaparlament und Thilly Metz sitzt für die Grünen im Europaparlament. Vielen Dank fürs Kommen. Ich bin Claudia Knopke und wir sagen zusammen Hallo aus dem EU-Parlament in Straßburg. Und ich würde gerne mit dem Jüngsten in unserer Runde anfangen. Lukas, ist die EU zu Hause oder bei dir im Freundeskreis irgendwie Thema? Und wenn ja, wie? Also die EU ist immer Thema, genau dann, wenn man zum Beispiel in den Urlaub fahren möchte, wenn man vorhat, was im Ausland zu machen. Sie ist nicht so präsent auf Dauer. Also wenn ich zu Hause bin, denke ich nicht über Europa nach. Aber wenn ich in die Situation komme, wo ich Europa brauche, dann denke ich über Europa nach. Du machst ja jetzt bald dein Abitur. In welcher Form ist die EU ein Thema in der Schule? In der Schule denkt man schon auch viel darüber nach, was mit internationalen Sachen passiert. Und ich finde, die EU hilft einem insoweit, dass man auf jeden Fall viel Englisch zum Beispiel vermittelt bekommt. Und das ist in der Schule für mich sehr wichtig, das auch so gut wie möglich zu können, dass ich auch in der EU und auch mit anderen Ländern kommunizieren kann. Mhm. Tim, du bist jetzt 20 und durftest somit dieses Jahr zum ersten Mal auch an der Europawahl teilnehmen. Hast du teilgenommen? Ja, ich habe gewählt. Und warum hast du dich entschieden, an der Europawahl teilzunehmen? Mir persönlich ist es einfach sehr wichtig. Die Wahl ist unsere Möglichkeit, uns zu beteiligen und unsere Meinung kundzutun. Und wenn ich nicht wählen gehe, geht jemand anders wählen, der vielleicht nicht meine Meinung vertritt. Und ich möchte am liebsten natürlich meine Meinung vertreten sehen. Mhm. Julia, du bist sozusagen die Älteste in unserer jungen Runde. Und du machst ja gerade ein Volontariat bei einem Radiosender. Wo begegnet dir die EU da? Ja, also tatsächlich bin ich zwar relativ viel damit konfrontiert, trotzdem ist es für mich doch sehr abstrakt. Also man ist natürlich immer wieder angestoßen und denkt so, ah, okay, da ist das passiert, hier ist jenes passiert, aber es ist trotzdem für mich immer noch ein sehr abstraktes Konzept, wo ich nicht wirklich das Gefühl habe, dass es für mich sehr greifbar ist. Mhm. Ja. Frau Barley, Sie sind ja auch ein Youngster sozusagen. Willkommen in Europa. Danke. Und überhaupt. Jetzt ist natürlich die Frage, wenn man sich für die EU entscheidet und darüber nachdenkt, dort auch Politik zu machen, wann sind Sie der EU bewusst das erste Mal begegnet und warum haben Sie sich jetzt letztendlich für Brüssel, die EU, statt Berlin entschieden? Also bei mir ist Europa zumindest mal, zieht sich durchs ganze Leben, schon weil mein Vater Brite und meine Mutter Deutsche ist. Und da, also schon sehr, sehr früh, dass ich überhaupt entstanden bin, habe schon was damit zu tun, dass Europa zusammengekommen ist, auch wenn das jetzt nicht unbedingt schon alles von der EU geprägt war. Aber ich habe zum Beispiel, ich glaube, es war der zweite Erasmus-Jahrgang, dass ich an so einem Austausch teilgenommen habe mit Paris damals. Das würde ich sagen, ist so der erste ganz einschneidende Punkt. Aber ja, wenn man in so einer internationalen Familie groß wird, mit viel Reisen und so weiter, dann ist das natürlich klar. Ein Beispiel vielleicht noch, ich habe ja einen Mann geheiratet, der halber Spanier, halber Niederländer ist und wir sind das dann einmal mit dem Zug von Trier nach Madrid gefahren. Wir mussten in Luxemburg und in Paris umsteigen und wir sind hingefahren mit 4 Portemonnaies und zurück dann gekommen mit dem Euro. Das war schon auch echt nochmal so eine ganz neue, großartige Erfahrung. Und warum jetzt Brüssel / Straßburg statt Berlin? Weil die Musik hier spielt, weil sich immer mehr nach Europa verlagert, weil die großen Themen, Klimawandel, Digitalisierung, unser Platz in der Welt, das lässt sich alles nicht mehr national regeln. Natürlich war ich auch als Ministerin in Berlin sehr, sehr happy und konnte da viel gestalten. Aber hier ist es einfach nochmal ein anderer Blick und das
Ganze hier, die vielen Sprachen, die vielen Nationalitäten, die vielen Mentalitäten, das ist auch wirklich großartig. Tilly Metz, Sie sind Luxemburgerin. Mhm. Da habe ich immer einen neidvollen Blick dahin, alleine weil man da quasi mehrere Sprachen in die Wiege gelegt bekommt. Und dann denke ich immer, das möchte ich bitte auch, einfach so. Ist man deshalb schon ein bisschen europäischer oder hatten Sie auch einen speziellen europäischen Moment? Also ich denke effektiv, so ein kleines Land wie Luxemburg, inmitten Belgien, Frankreich, Deutschland, ist man schon angewiesen zu reisen, quer durch Europa, sich aufzumachen und effektiv, weil wir diese Vielsprachigkeit, also wir lernen lesen, schreiben auf Deutsch, unsere Muttersprache ist aber Luxemburgisch, wir lernen mit 8 Jahren Französisch, mit 14 dann Englisch, viele können dann noch, ich bin jetzt mit einer Italienerin verheiratet, dann kann man trotzdem auch noch andere Sprachen. Also ich sage immer, Luxemburg ist so wie ein Mikro-Europa. Ne? Wir haben fast über die Hälfte, jetzt sind Ausländer, die in Luxemburg wohnen, fast die Hälfte, die sind Ausländer, die in Luxemburg wohnen und die Möglichkeit ja auch 2 Nationalitäten jetzt zu haben. Also man hat, also die zähle ich ja dann nicht dabei, die gelten ja schon als Luxemburger. In dem Viertel, wo ich wohne, in Luxemburg-Stadt, sind es 80% Ausländer, die da wohnen. Also man ist schon gewohnt, die Zeitung ist auf Französisch, Deutsch, Luxemburgisch. Ja, man ist so irgendwie in einem multikulturellen und mehrsprachigen Bad von Anfang an. Das stimmt schon. Also ich bin jetzt außer wie gesagt, dass ich mit einer Italienerin verheiratet bin, bin ich so, wie die Leute sagen, gibt es der noch überhaupt? Ich bin eine 100%ige Luxemburgin, auch wenn mein Name Metz ist, also nach einer französischen Stadt. Aber da gibt es eigentlich nicht mehr viele. Also die meisten Luxemburger sind effektiv Mixtures von verschiedenen Nationalitäten und das macht das auch sehr spannend. Aber Sie haben sich trotzdem bewusst für die EU entschieden oder Sie haben bewusst irgendwann vielleicht einen Moment erlebt, wo Sie gedacht haben, da möchte ich hin, da möchte ich was tun. Was war das? Können Sie sich noch daran erinnern? Ja, also mein Vorgänger war schon inspirierend, Claude Turmes. Der hat sehr viel erreicht, kam aus einem kleinen Land. Wir waren die Grünen, jetzt sind wir etwas größer, waren nicht die größte Gruppe. Und da habe ich natürlich gesehen, was man auch kommend aus einem kleinen Land, nicht aus der größten politischen Gruppe, trotzdem bewegen kann. Mhm. Der hat sich so einen Namen im Energiebereich und so weiter gemacht. Das war schon inspirierend, muss ich sagen. Und auf der anderen Seite, wenn man weiß, dass in der nationalen Chambre des Députés eigentlich, man sagt immer, 75% der Gesetze sind eigentlich Direktiven, die umgesetzt werden national, dann sagt man, wie das jetzt auch schon von Frau Balling gesagt wurde, ja, hier spielt es sich ab. Ne? Und viele Probleme oder Herausforderungen, die sind grenzüberschreitend. Es ist ja lächerlich zu glauben, man könnte den Klimawandel in Luxemburg lösen oder die Rettung der Biodiversität. Das sind Migration, das sind alles Themen, die müssen wir gemeinsam anfassen. Und gemeinsam sind wir auch stärker, um Lösungen zu finden zu diesen Herausforderungen. Das hört sich sehr euphorisch an und man sollte annehmen, das hat auch jeder begriffen. Aber Julia, wenn ich dich jetzt frage, in deinem täglichen Leben, in deiner Pressearbeit, in deiner Themenauswahl, was du so verfolgst, wie wird die EU da abgebildet? Was stellst du da fest? Ja, also ich finde es persönlich manchmal sehr schwierig tatsächlich. Also erstmal einerseits hat man immer ganz oft so durch diese Journalistenbrille, sage ich jetzt mal, das Problem, dass irgendwie ja, Fragen werden nicht direkt beantwortet. Man könnte das natürlich jetzt versuchen so zu nutzen quasi, dass man sagt, okay, die Journalisten bilden ja irgendwie so ein bisschen die Brücke nach außen quasi. Wir müssen ja irgendwie mit den Leuten nach außen auch ins Gespräch kommen. Und oft ist es, das ist natürlich nicht bei jedem so, aber oft ist es doch so, dass man Fragen stellt und die gar nicht so wirklich beantwortet kriegt. Ne? Und ich glaube auch, was die anderen Medien angeht, jetzt sei es, dass auf einmal jemand bei YouTube ein Video postet, das heißt die Zerstörung der CDU und plötzlich haben das, ich glaube, als ich das letzte Mal geguckt habe, das hatte 15 Millionen Klicks. Also das sind einfach Sachen, wo ich mir denke, warum passiert das, dass auf diese Sachen nicht direkt reagiert wird. Also ich glaube, der Umgang mit Medien ist teilweise noch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen laienhaft, weil das wäre jetzt wirklich übertrieben, aber ich finde es schwierig, wenn wir diese Möglichkeiten. Wir haben diese Möglichkeit zu kommunizieren und die wird irgendwie nicht so richtig genutzt, habe ich so das Gefühl. Also mit den Medien aktuell. Ich finde das tatsächlich sehr schwierig im täglichen Umgang, muss ich sagen. Frau Barley, ich würde sagen, grundsätzlich aus meiner eigenen Erfahrung findet die EU, zumindest in Deutschland, in den Medien schon sehr, sehr viel mehr statt. Es wird einfach mehr berichtet.
spätestens seit 2015. Aber das heißt noch lange nicht, dass die EU auch besser verstanden wird oder dass die Leute dem Ganzen besser folgen können. Und ich denke, ein ganz aktuelles Beispiel war die Spitzenkandidatengeschichte. Das war in Deutschland immer wieder in Umfragen belegt, dass ganz viele Menschen weder die Namen wussten oder mit dem Begriff Spitzenkandidaten wirklich was anfangen konnten. Und da war Ihr Name noch der prominenteste. Wo denken Sie, woran liegt das, dass das trotzdem nur so sehr, sehr, sehr langsam durchsickert und die Menschen immer noch Zuordnungsschwierigkeiten haben? Naja, die EU ist natürlich noch mal eine Ebene weiter weg. Und sie taucht in den Medien auch immer nur sehr punktuell auf. Und sie ist auch kompliziert. Das muss man auch sagen. Das habe ich ja schon aus der Ministeriumsperspektive immer erlebt. Da bin ich ja in die Räte dann auch reingegangen. Das ist was ganz anderes, ob man sich erstmal zu Hause eine Meinung bilden muss und dann nochmal mit 27 anderen Staaten sich abstimmen muss und dann noch das Parlament dazu. Also es ist auch wirklich kompliziert. Mhm. Und man kann das auch nur bis zu einem gewissen Grad vereinfachen. Und das Spitzenkandidatenprinzip ist da ein sehr gutes Beispiel. Also ich war ja nun nationale Spitzenkandidatin. Eigentlich sollten ja die europaweiten Spitzenkandidaten die Bekannten sein. Da muss man jetzt sagen, da ist Europa bisher auch nur den halben Schritt gegangen, weil wir brauchen auch, was wir transnationale Listen nennen, also dass man dann auch wirklich in Deutschland auch unsere niederländischen Spitzenkandidaten zum Beispiel hätte wählen können. Oder eben ich auch in Spanien hätte gewählt werden können oder so, also dass man auch eine europäische Liste hat. Mhm. Das wäre da besser gewesen. Aber wir müssen die sozialen Netzwerke besser nutzen, um das zu erklären. Das tun auch viele. Ich bin auch dabei, mir hier mein Social-Media-Team aufzubauen. Ich bin noch nicht so richtig in Gang gekommen, aber das wird noch. Das war für mich auch so ein bisschen die Motivation, weil ich jetzt einen sehr guten Draht zu Journalisten in Deutschland habe. Und ich habe denen auch gesagt, als ich gegangen bin, bitte jetzt nicht den Kontakt abreißen lassen. Also ich komme auch zu euch in die Hintergrundgespräche. Ich komme auch zu euch in die Redaktionen, weil ich erlebe das so, in Brüssel gibt es dann die Europakorrespondenten und die haben dann in ihren Redaktionen auch nicht immer den besten Stand. Mhm. Da kommt das dann irgendwo hinter Kultur oder so. Jetzt vielleicht bei der Wahl der Kommissionspräsidentin mal kurz hoch und dann ist es wieder weg. Und ich möchte gerne auch mehr in die nationalen Redaktionen auch ein bisschen reinwirken, wenn das geht. Lukas, was bleibt an Themen, was bleibt an Menschen in der EU an dir hängen? Also wo springst du drauf an und wo denkst du, da kann ich mich dran erinnern? Ja, Frau Barley hat das gerade eben schon quasi angesprochen. Mir als junger Mensch fehlt so ein bisschen ein Gesicht, was ich zuordnen kann. Es fehlt so ein bisschen die persönliche Ebene, auf der ich mich mit den Politikern identifizieren kann. Jetzt gerade, was Social Media angeht, die Wichtigkeit nimmt zu. Immer mehr Leute benutzen das und auch da geht es ja darum, ich suche mir zum Beispiel einen Influencer, jemanden, der schon eine gewisse Reichweite hat und der teilt ja auch persönliche Dinge von seinem Leben, der zeigt, das sind meine Werte, dafür stehe ich und diese Transparenz, dass das nach außen getragen wird, das fehlt mir ein bisschen in der Politik, dass ich auch mich mit meinen Politikern, die ich wähle, quasi identifizieren kann. Mhm. Tim, du studierst in Aachen. Bekommt man da EU quasi automatisch mit, weil man in diesem Drei-Länder-Eck lebt und mit vielen internationalen Kommilitonen? Ist es da einfacher, EU zu verstehen, EU zu sein? EU zu verstehen vielleicht nicht, aber man kriegt auf jeden Fall sehr viel mehr mit. Also es ist eigentlich schon eine Selbstverständlichkeit, wenn man sonntags in die Niederlande fährt, um einkaufen zu gehen, weil man am Samstag etwas vergessen hat, dann hat man keine Grenzkontrollen, man muss sich keine Gedanken darüber machen, wie viel man kauft. Es ist alles nach Belieben, man muss keine Währung wechseln. Und wenn man im Studentenwohnheim in den Niederlanden wohnt, was viele meiner Kommilitonen tun, ist es einfach, man geht dort zum Rathaus und lässt sich ummelden und es ist kein bürokratischer Mehraufwand. Man muss sich keine Sorgen machen, dass man jeden Morgen über die Grenze muss, um zur Uni zu kommen. Es ist einfach unglaublich praktisch, wenn man in Aachen lebt. Mhm. Und dazu kommt natürlich, an der Uni gibt es sehr oft europäische Veranstaltungen. Die Karlspreisverleihung findet jedes Jahr in Aachen statt. Das ist auch etwas, was man jedes Mal mitbekommt, weil es doch ein sehr großes Event ist, was auch die Stadt komplett aufmischt.
Lukas, die EU hätte ja gerne, arbeitet ganz viel daran, dass wir auch eine europäische Identität entwickeln. Ja. Und du mit deinen 18, da sage ich mal, da ist man gerade schwer dabei, identitätsmäßig sich auch zu entwickeln. Wo bist du? Bist du Deutscher? Bist du Europäer? Bist du von allem etwas? Also wo stehst du gerade? Also ich muss sagen, als ich ganz am Anfang aufgewachsen bin, war ich eindeutig Deutscher. Aber das ist immer mehr zu einer Art Europäer geworden, weil je mehr ich dazu kam, auch über die englische Sprache zum Beispiel Videos und Inhalte aus dem Internet von anderen Leuten aus anderen Ländern zu sehen, dann bekommt man auch ein gewisses Gefühl für andere Länder, für die Kultur und dass dieser Austausch stattgefunden hat. Das hat mir dann quasi dazu verholfen, jetzt sagen zu können, jetzt fühle ich mich auf jeden Fall ein Stück weit europäisch, weil einfach auch die Möglichkeit besteht, hier hinzureisen, zum Beispiel heute hier zu sein. Und das beweist mir schon, dass Europa dahinter steht. Und deswegen fühle ich mich auch schon jetzt zu einem Teil europäisch. Mhm. Sind ja gerade die ersten 17 Allianzen von der EU-Kommission vorgestellt worden, die die ersten europäischen Universitäten bilden sollen. Habt ihr schon was davon gehört? Wisst ihr, was dahinter steckt? Darüber hat man eigentlich, meiner Meinung nach, selbst wenn man studiert, kaum etwas gehört. Man hat zwar klar die Rede von Macron mitbekommen damals und man hat gehört, dass es eine Förderung geben soll für Universitäten, die auf supranationaler Ebene agieren. Aber was das genau ist von den Allianzen und inwieweit es da Beteiligung von renommierten Universitäten gibt oder ob das neue Universitäten sind, darüber hat man eigentlich nichts gehört. Also es gibt ja noch ganz viele andere Programme, die speziell für junge Europäer zugeschnitten sind. Welche fallen euch da ein? Welche kennt ihr da? Also ich denke, Erasmus wurde jetzt schon oft auch in den Medien erwähnt. Das hat man mitbekommen, das hat man vielleicht verstanden. Aber darüber hinaus muss ich persönlich sagen, habe ich jetzt gar nicht so viel Kontakt mit europäischen Programmen gehabt. Eventuell liegt es daran, dass man in der Schule auch das Thema Europa behandelt und auch darüber Informationen bekommt, aber man kommt nicht ins Handeln. Man geht jetzt nicht durch Europa mit der Schule und guckt sich Europa an, guckt sich eine andere Stadt an, guckt sich ein anderes Land an. Diese Interaktion zwischen verschiedenen Ländern, das fehlt so ein bisschen in der Schule. Ich zähle einfach nur mal auf. Discover EU, Europäisches Solidaritätskorps und viele, viele andere Dinge auch, wo man ja eigentlich für lau Europa entdecken kann. Frau Barley, Frau Metz, was wollen Sie tun, damit das nicht nur da ist, sondern auch bekannter wird und dementsprechend auch genutzt wird? Weil ich unterstelle mal, wir sind nicht alle ganz dumm hier und trotzdem wissen Sie augenscheinlich nicht, was die EU Ihnen auch sehr Gutes tun kann. Also wie wollen Sie es angehen, damit das besser wird? Also wir müssen da vor allen Dingen über Multiplikatoren gehen und gerade die Schulen haben eigentlich ganz viele Möglichkeiten, weil es gibt da Programme, also früher war das Comenius, das ist jetzt aufgegangen in dem Erasmus-Pool sozusagen. Wir haben die Möglichkeit, dass Schulen so einen ganz regelmäßigen Austausch machen und ich habe auch viele Schulen schon besucht, die das tun, aber es sind natürlich immer noch zu wenige und dann erlebt man das wirklich total früh. Also ich war zuletzt in Brandenburg in der Schule, die haben das wirklich dann mit 10-Jährigen, mit 11-Jährigen gemacht, dass die dann mit denen eine Woche nach Prag oder nach England gefahren sind, wo die halt ihre Partnerschulen hatten und das ist schon echt eine tolle Sache. Und da, wo wir beide jetzt leben zum Beispiel, herrscht Fachkräftemangel, also bei uns in Trier ganz extrem. Wir haben Frankreich und Belgien, auch in Luxemburg ist ja die Jugendarbeitslosigkeit erstaunlich hoch, wie ich finde. Und wir versuchen dann immer auch da Leute zu kriegen, damit die sich begeistern. Auch, man kann zum Beispiel Erasmus auch als Berufsschüler, als Auszubildender machen. Das wissen viele gar nicht. Genau. Die verorten Erasmus immer nur in Richtung Studium und Studierende, aber das war auch halt am Anfang so. Aber es ist jetzt eben anders und das muss eigentlich über die Schulen gehen, über Vereine, aber natürlich auch über Social Media, das ist auch klar. Also ich habe diese Erfahrung sehr häufig gemacht, immer wieder, wenn ich auch Praktikanten bei mir habe, die sind dann häufig noch deutlich jünger, aber sie haben wirklich überhaupt keine Ahnung, dass es all diese Programme gibt. Und das ist einfach so schade, weil die Möglichkeiten da wären.
Julia, wie sieht es bei dir aus? Was würdest du dir wünschen, was sich noch weiter ändert? Also erstmal glaube ich, das, was ich vorhin schon kurz angesprochen habe, dieses ganze Mediending, also wie kommen wir an die Leute ran, gerade an die jungen Leute. Ich glaube, dass es einfach unglaublich viel über sowas geht. Ich meine, wir haben es gerade schon gehört, ich identifiziere mich mit einem Gesicht und so. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich ein Ansatz, den man verfolgen sollte, weil wir leben im 21. Jahrhundert. Das ist einfach genau das, was jetzt gerade passiert. Und was sich für mich momentan sehr präsent abspielt, sind einfach Klimawandel und die Flüchtlingskrise. Das sind einfach so die Sachen, die mich auch persönlich sehr mitnehmen aktuell. Das sind tatsächlich die wichtigsten Punkte für mich aktuell, muss ich sagen. Ja, ich finde, was ihr beide jetzt gesagt habt, sowohl Lukas wie Julia, das ist eben, dass man zu Europa irgendwie auch eine emotionale Bindung haben. Und Themen müssen da auch angesprochen werden, die man spürt. Ne? Also ja. Du sprichst, ich sag du zu dir, ich hoffe, das ist okay. Die man spürt und wo man sich identifizieren kann. Und das, oder du hast auch gesagt, von Gesichtern, mit denen man sich identifizieren kann. Und ich finde, diese emotionale Bindung, das ist sehr wichtig. Und dieses Gefühl, Europa, da fühle ich mich zu Hause. Das ist nicht nur Deutschland, das ist nicht nur Luxemburg, nicht nur Frankreich. Und dieses Gefühl von emotionaler Bindung, und das, denke ich, ist eigentlich nicht nur die Aufgabe in den Lyzeen. Meine Tochter, die war jetzt im Schengen-Lyzeum. Das ist ein deutsch-luxemburgisch-europäisches Pilotprojekt. Da haben die von Anfang an auch wirklich die Geschichte Europas, nicht nur von Deutschland, nicht nur von Luxemburg. Und die sind auch sehr viel gereist, eben gerade um die Bindung zu Spanien aufzubauen und so weiter, um das Reisen kennenzulernen. Und ich denke, diese Bindung ist sehr wichtig. Und es genügt nicht nur, dass man das auf der Ebene von Lyzeen macht, aber auch Grundschulen. Wir hatten jetzt ein Projekt in Luxemburg, wirklich auch in Grundschulen, und da sollten das waren 10- bis 12-Jährige, die sollten sich vorstellen, was ist für die ein idealer Europapolitiker und was sind Themen, die für die wichtig sind. Und ich war so baff erstaunt, dass da 10-Jährige, die haben sich auch für Tiertransporte zum Beispiel, ein Thema, was man auch auf europäischer Ebene regeln kann. Oder Armut, Kinderarmut und so weiter. Und wo es auch Möglichkeiten wirklich gibt auf europäischer Ebene. Natürlich haben wir jetzt auch immer mehr diese European Ambassador Schools in Europa. Wir haben in Luxemburg, glaube ich, 21 Lyzeen von den in die 40, die wir haben. Das sind tolle Projekte, wo eben das Reisen, wo die ein Model European Parliament, so Rollenspiele machen können, um wirklich sich bewusst zu werden, was läuft denn da? Wenn man sagt immer, es ist so kompliziert, ich bin da nicht so. Wenn ich an die belgische Politik jetzt denke, wo ist die Regionen, die Kommunen, das Land, also ich finde das viel komplizierter als jetzt die. Und jetzt hat eine junge Dame mir kürzlich auch gesagt, nein, man muss eigentlich, um sich für Europa zu interessieren, nicht so viel studiert haben und so gescheit. Man soll einfach anfangen, das geht zu Hause an. Da sind so viele Sachen, die unsere Nahrungsmittel beeinflussen und so weiter, unsere Agrarpolitik und so weiter. Und das geht zu Hause vor der Tür oder in der Familie schon an, die Möglichkeit zu reisen und so weiter. Und ich denke, diese emotionale Bindung aufzubauen mit Europa, das scheint mir einen sehr wichtigen Punkt. Und dass man eben auch, was wir jetzt nicht so hinbekommen haben und auch nicht so, das sind eben diese transnationalen Listen, weil ich glaube, es ist wichtig, diese Identifikation. Ich finde, die hat das sehr schön dargestellt jetzt. Warum werden Sie nicht einfach EU-Influencer? Ich meine, Sie beide sehen gut aus. Oh, danke. Und es gibt Häkelvideos, Strickvideos auf YouTube. Man könnte ja auch ein EU-Influencer-Video machen. Sie haben eben gesagt, Sie wollen Ihr Social-Media-Team weiter ausbauen. Was sind da für Ideen dabei? Ja, also ich mache das total gerne, auf Social Media unterwegs zu sein. Es hat sich bei mir ein bisschen gewandelt, muss ich sagen. Auf Twitter bin ich nicht mehr so viel, weil egal, was man da twittert, man hat eigentlich nur Hater dann am Ende. Aber gerade Instagram, Facebook ist halt ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Leider, ich fand die Facebook-Live-Sessions immer das Spannendste, sich wirklich vor den Monitor zu setzen und die eingehenden Fragen in Echtzeit zu beantworten. Das hat immer mir unheimlich Spaß gemacht und ich habe immer das Feedback bekommen, das ist so wirklich, dass man miteinander redet. Das ist nochmal anders als eine Insta-Story, finde ich, weil es wirklich eine lange Frequenz, man wirklich sieht, man trinkt daneben auch einen Tee und man putzt sich mal die Nase oder was auch immer. Ja, also man ist dann auch richtig greifbar als Mensch. Ja. Und eigentlich war es immer so, dass am Ende, ich habe manchmal die Zeit vergessen, dann war es fast eine Stunde und dann haben die immer gesagt, Mensch, das hat jetzt echt mir auch was gebracht. Ja? Und mir hat es vor allen Dingen auch total viel gebracht, weil ich natürlich
viele Fragen und auch Bemerkungen bekommen, die mir weiterhelfen. Also wir müssen da viel, viel besser werden und EU-Influencer zu sein, genau. Also wenn ich jetzt vorher schon mein Social-Media-Team richtig auf den Beinen gehabt hätte, hätte ich auch diese Kommissionspräsidenten-Geschichte nochmal anders erklärt. Mhm. Ja. Weil das war gerade in Deutschland schwierig zu sagen, ja. Warum stimmt ihr denn jetzt nicht alle für die deutsche Kandidatin? Ja. Und dann zu sagen, Leute, das geht nicht nur um eine Person, es geht um das Verhältnis von Parlament und Rat. Und wenn wir uns jetzt überfahren lassen vom Rat, dann werden wir nie wieder auf Augenhöhe kommen. Und wir haben das so beschlossen 2018, das steht da so. Wir warnen den Rat, dass wir nicht für einen Kandidaten stimmen oder eine Kandidatin, die nicht Spitzenkandidatin war. Aber ja, wir müssen besser werden. Ich hefte mir das auch selber auf die Stirn. Sehr schön. Ja. Lukas, Tim, Julia, die EU verstehen oder nicht verstehen, ist eine Geschichte. Das kann man mal mehr, mal weniger gut. Aber habt ihr bei dem Wissen, was ihr habt, habt ihr auch konkrete Forderungen, Erwartungen? Dann wäre jetzt und hier eine hervorragende Gelegenheit, die einfach mal loszuwerden. Also, was ich erwarte von der EU, dass ich in meiner Schullaufbahn durchaus so weit gebracht werde, dass ich, wenn ich am Ende von der Schule runtergehe, wirklich sagen kann, ich kann jetzt in Europa alleine leben. Also ich möchte als Mensch gefördert werden und das Programm, was mir zum Beispiel an der Schule vom Unterricht, von den Sachen, die mir vermittelt werden, beigebracht wird, das passt mir nicht so hundertprozentig. Klar kann man es nicht jedem recht machen, aber mir fehlt auch da so dieser persönliche Zweig, dass man auch lernt, wie gehe ich denn eigentlich, wie führe ich eigentlich richtig einen Haushalt oder wie lerne ich zum Beispiel richtig kochen. Einfach so Sachen, ja, du lachst, aber ich kenne echt wirklich 20, 30 Leute in meinem Umfeld und die wissen alle nicht, wie man kocht oder Wäsche wäscht. Und das finde ich so ganz essentielle Dinge, die einfach verloren gehen. Und ich möchte, dass sowas auch quasi breit diversifiziert, dass es an jeden weitergegeben wird. Also die EU soll dich ein bisschen auf den Arm nehmen. Genau, ja, dass ich einfach als junger Mensch aufs Leben vorbereitet werde, weil das ist, finde ich, schwierig, wenn man nur eine Seite von der Medaille in der Schule sieht, aber es gibt eigentlich noch dieses ganze Leben, was man noch erkunden muss, was so viel Informationen noch, aber da wird man in der Schule nur so langsam rangetastet. Was sind die Themen, die ihr gerne jetzt möglichst schnell, pronto, bitte abgehandelt haben möchtet von der EU? Also mir liegen da eigentlich immer zwei Themen besonders am Herzen, im Moment zumindest. Das eine ist, warum werden nur europäische Universitäten gefördert? Die Förderung von europäischen Schulen, wie auch meine Schule, die als Europaschule gilt, die existieren auch und auch die wären es wert, gefördert zu werden, damit eben die jungen Menschen schon in Kontakt kommen mit Europa und nicht nur die Studenten, sondern jeder. Und eben dort gab es dann Kurse wie europäische Geschichte, europäische Geografie und europäische Politik oder auch zweimal in der Oberstufe einen Austausch zu verschiedenen Partnerländern in, bei uns, ich glaube, über 20 Länder. Nicht alles EU-Länder, allerdings alle in Europa. Und sowas sollte auch gefördert werden. Der zweite Punkt wäre Energiepolitik. Dort kann man relativ kurzfristig viel für den Klimawandel erreichen. Es ist auch in den letzten Jahren natürlich schon viel geschehen. Die erneuerbaren Energien werden immer bedeutender und das wird auch so weitergehen. Und da kann die EU auch helfen, mehr auf erneuerbare Energien zu setzen. Vielleicht, wenn es sein muss und unverzichtbar ist, auch auf Kernkraft, allerdings eben von klimaschädlichen Quellen wie Kohle, also Braunkohle und Steinkohle, und zu verzichten und möglichst auch Öl und Gas zu reduzieren. Das würde eben viel bringen und ist, denke ich, einfacher umzusetzen als eine schnelle Verkehrswende. Das wird einfach den Leuten schwieriger beizubringen sein. Julia, wenn Frau Metz und Frau Barley irgendwann später wieder in den Plenarsaal gehen, was würdest du ihnen gerne mitgeben, auf den Zettel schreiben? Klärt das bitte möglichst heute noch. Was sind da so die Themen, wo du sagst, da brennt es jetzt mal richtig? Also ich finde, alles rund um die Flüchtlingskrise, es ist einfach gefühlt, also nicht mal nur gefühlt, seit Jahren
ich möchte jetzt nicht sagen, drehen wir uns im Kreis, aber es ist einfach keine Einigkeit da. Ne? Man macht den Fernseher an und denkt, um Himmels Willen, da sind wieder Leute kurz vorm Ertrinken und keiner will helfen. Und ich finde, da können wir, also es kann eigentlich nicht sein, dass wir immer noch nichts gefunden haben, dass wir sagen, okay, wir in dem und dem Fall machen wir das und das. Also irgendwie, man ist sich in der EU nicht einig und so sind dann so projiziert sich das auch auf die Menschen, finde ich. Also auch wenn man dann auf der Straße mit Menschen spricht, auf einmal sagt der eine das, der andere das und man zieht irgendwie nicht an einem richtigen, so an einem Strang. Und das fände ich jetzt wirklich mal wichtig, weil so langsam muss da echt mal eine Lösung gefunden werden. Ne? Also das ist halt wirklich echt ein Dauerbrenner. Ne? Und jetzt wäre halt mal die Zeit, da irgendwas zu tun. Ne? Ich habe jetzt sehr viel jetzt und bitte bisschen schneller gehört. Meine Frage ist, kann man nicht einfach auch mal eine Spontanlösung in den Raum werfen oder mit einer Akutlösung arbeiten und nicht unbedingt immer nur dann, wenn man in allen Punkten eine Übereinstimmung bekommen hat, sondern dass so eine Art Entscheidungstaskforce vorangeht und wir müssen jetzt einfach mal die Brennherde löschen oder geht das im Zweifel schon so ein bisschen in Richtung Populismus? Und dann die Frage, ist das immer schlecht, wenn das ein Problem akut lösen kann? Ja, also es gibt ja die Möglichkeit auch der Resolution d'urgence, also urgente, dringende Dringlichkeitsentscheidung. Ja, das ist man, wenn man viele Sprachen spricht, man kann also eine dringende Anfrage zu stellen, das kann man durchaus. Aber man muss aber ehrlicherweise sagen, die Demokratie, wenn man demokratisch funktionieren möchte, das nimmt eben Zeit. Und solange wir, zumal es auch bei der Außenpolitik an dem Unanimitätsprinzip, Einstimmigkeitsprinzip festhalten, effektiv, dann ist es schwierig, ne? Wenn man da eine Majorité qualifiée, also eine gewisse Zahl von Ländern, die müssten, einstimmen müssten, und da könnte man schon etwas schneller handeln, vor allem eben was diese, ich habe das Wort nicht, ja, ist eine Krise, vor allem für die Menschen, die im Meer ertrinken. Ich finde das ein Skandal. Ich finde, das ist überhaupt nicht mehr, gar nicht zu vertreten. Ne? Ich habe jetzt ein Bild gesehen, das hat mich total schockiert. Da sieht man die einen Leute, die in den Ferien sind, die da am Strand liegen, auf der anderen Seite die Flüchtlinge, die da ankommen und die auf dem Strand liegen, sind dann auch noch genervt. Also das ist schon schockierend, wie man sich da irgendwie daran gewöhnt hat. Ja, es ist normal, dass Menschen eben im Mittelmeer, das ist nicht normal und das ist ein Skandal. Und da brauchen wir eine kohärente Antwort darauf, ja. Aber es ist schon schwierig, effektiv in diesen europäischen Gremien jetzt ganz schnell handeln zu müssen. Und da müsste man effektiv, ich finde die Idee interessant, die Sie hervorheben, müsste man so eine Taskforce haben, dass man trotzdem etwas schneller in solchen Situationen reagieren könnte. Ich finde die Idee von einer solchen Taskforce eigentlich nicht uninteressant. Oh, wir hätten noch ganz viele tolle Ideen, aber ja, leider galoppiert uns die Zeit davon. Was können Sie den drei, Tim, Lukas und Julia, versprechen, ankündigen, was die nächsten 5 Jahre an diesem Ort passieren wird, um uns alle ein bisschen näher noch an die EU zu bringen? Das ist gerade jetzt eine sehr schwierige Frage, weil wir natürlich mit dem Spitzenkandidatenprozess gerade einen Rückschritt erlebt haben auf dem Weg, den wir eigentlich gehen wollten, nämlich Europa transparenter und demokratischer und näher an den Bürgerinnen und Bürgern zu machen. Was inhaltlich passieren wird, das wird jetzt in der nächsten Zeit ausverhandelt werden. Es muss natürlich, der Klimawandel steht jetzt bei allen ganz oben, das Thema Migration auch, das Thema Digitalisierung auch. Ich würde gerne das Beispiel Migration aber benutzen, um vielleicht nochmal darzustellen, dass es so einfach, wie man es manchmal sieht, auch nicht ist. Und dass wir in Europa wirklich auch die Perspektiven dieser unterschiedlichen Länder sehen müssen. Denn die Menschen ertrinken ja leider nicht erst seit 2015 im Mittelmeer, sondern schon seit über 20 Jahren, seit 25 Jahren. Und wenn man ehrlich ist, dann hat das in Mitteleuropa ganz lange Zeit niemanden interessiert. Mhm. Also ich weiß es deswegen so genau, weil ich am Lehrstuhl, wo ich gearbeitet habe, eine Klausur darüber entworfen habe, weil ich wollte, dass die Studierenden das mitkriegen. Ja? Und mein Doktorvater hat gesagt, komm, das ist viel zu kompliziert, lass stecken. Aber ich wollte eigentlich nur das bekannt machen. Das war 1994, ja. Das ist 25 Jahre her. Ja. Und es hat hier niemanden interessiert, weil die EU dafür gesorgt hat, dass die Flüchtlinge da bleiben mussten, wo sie angelandet sind, im Grunde genommen. Und das ist halt ein... Wir haben die Verantwortung von Mitteleuropa schön nach Südeuropa und also alle Außenstaaten abgegeben. Und jetzt, gerade diese Länder haben dann auch noch Druck gekriegt in der Finanzkrise. Die EU hat denen keinen Cent überwiesen für die Flüchtlinge, die ganze Zeit nicht.
So, und dann passiert 2015, dann kommen die Flüchtlinge zu uns und dann ist auf einmal Riesengeschrei, wo ist eigentlich die EU, wo ist eigentlich die Solidarität in der EU? Und das ist dann so ein bisschen sehr durch die nationale Brille, das hat hier jetzt keiner gesagt, ich will nur die Komplexität deutlich machen, dass man dann eben auch sagen muss, Leute, Solidarität musst du dann eben auch geben, wenn andere sie brauchen, dann kriegst du sie, wenn du sie brauchst. So funktioniert die EU, nur so funktioniert die EU. Und bei der Energie ist es das Gleiche. Polen mit seinen Kohlekraftwerken, die werden ewig brauchen. Ja? Und da müssen wir dann halt auch unterstützen und das auch machen. Ja? Aber es ist eben nicht so wie in Frankreich, die sagen, Kernkraft, wir haben mit CO2 halt kein Problem, macht auch Grenzwerte, wie ihr wollt. Es bleibt eine komplizierte Geschichte. Es ist jetzt nicht das Schlusswort von mir jedenfalls, was sie haben wollten. Aber es ist so eine spannende Geschichte. Und es ist ja, wer hat es gesagt? Wenn man hier ist, dann kann man was bewegen in relativ kurzer Zeit. Und das ist toll. Ich würde gerne Julia, Tim, Lukas das Schlusswort gönnen und euch in aller Kürze bitten, beiden Damen was mit auf den Weg zu geben, was sie sich vielleicht in ihre Habe ich noch vor in Sachen EU-Politik-Bücher schreiben. Ja, also ich fange da einfach mal an. Ich würde sagen, also ich finde ganz wichtig wird in der Zukunft sein, wie wir mit den Ressourcen, die wir auf unserer Welt haben, noch wirtschaften und wie wir das effizient machen, dass wir möglichst wenig davon verschwenden und möglichst wenig Müll produzieren und möglichst viel davon wieder recyceln können, weil unsere Ressourcen eben auf diesem Planeten einfach begrenzt sind. Und ich meine, Ressourcenschonen hat ja auch nicht nur was mit Umweltschutz zu tun, sondern Ressourcenschonen heißt auch, wenn wir weniger Ressourcen verbrauchen, dann müssen wir ja auch nicht so viel wieder wegschmeißen, zum Beispiel, wenn wir zu viel produziert haben. Es geht einfach darum, dass wir im Moment mit unserem Planeten nicht in einer Symbiose leben und wir ihn quasi kaputt machen. Wir sind wie ein Virus für unseren Planeten. Und ich möchte, dass das wieder gerade gerückt wird, dass wir in Symbiose mit der Umwelt, mit unserem Planeten leben und dass man quasi so eine Einheit bildet und als Menschheit mit der Erde lebt und nicht die kaputt macht. Tim, was würdest du gerne mit auf den Weg gebracht wissen? Ich würde, wie man vielleicht auch zwischenzeitlich mal rausgehört hat, am liebsten, dass die EU mehr zeigt, was für Möglichkeiten es gibt, sich mit der EU vertraut zu machen, wie man sich schon in der Schule damit vertraut machen kann und dass auch die Schule einen vielleicht dazu zwingt, sich damit vertraut zu machen. Das kann eben dadurch sein, dass Fördermittel statt sie den Studierenden zu geben, die sowieso schon sehr europäisch sind, auch mehr in Richtung Schule fließen oder auch, dass zusätzliche Fördermittel bereitgestellt werden. Das muss dann eben entschieden werden, wenn der Haushalt zusammengestellt wird. Was steht auf deinem Wunschzettel? Ich würde mich gerne so ein bisschen bei den beiden einklinken. Also einerseits finde ich, wir sollten das jetzt echt nutzen, dass gerade auch die Jugendlichen jetzt auf die Straße gehen und sagen, ich interessiere mich für was. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt auch noch nicht steinalt, aber ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass als ich 14 war oder so, dass ich gesagt hätte, boah, jetzt lass mal hier alle zusammen auf die Straße gehen und alle hätten gesagt, jo klar, sind wir dabei. Ne? Und das finde ich unglaublich toll. Also ich finde es total krass, dass die jetzt selber zeigen, wir wollen was ändern und ich finde, das sollte man nutzen. Und ich finde auch, das sieht man, ich habe ein Jahr in der Schule gearbeitet und da hat man das wirklich gesehen, so in den 5., 6. Klassen. Die hatten ein ganz anderes Verständnis untereinander. Das war jetzt nicht nur EU, aber vielleicht hat da irgendjemand kein Deutsch gesprochen, das war aber egal. Die haben trotzdem zusammen auf dem Pausenhof hinterher Fußball gespielt. Und ich finde, da sollten wir irgendwie ansetzen und das für uns alle nutzen, sodass wir halt gemeinsam stärker werden können und dass wir da so ein bisschen uns vielleicht auch tatsächlich mal an den Jugendlichen orientieren. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Also, das Hausaufgabenheft ist voll, denke ich mal. Ich danke Ihnen, Tilly Metz, fürs Kommen. Danke, Julia. Danke, Tim. Danke, Katharina Barley. Danke, Lukas. Und ich sage danke fürs Zuhören und Zuschauen.